begrüße Sie sehr herzlich, hartlich willkommen, lieber Herr Notenboom, sehr geehrte Frau Sassen. Herzlich begrüße ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Abend zu unserem Literaturgespräch im Foyer des LWL-Museums für Kunst und Kultur. Ich freue mich außerordentlich, dass wir Sie, lieber Herr Notenboom, heute Abend zu Gast haben dürfen, wenn Herr Müller-Hofstede richtig gezählt hat, bereits zum vierten Mal hier im Museum. Und Ihre Frau sagte gerade, das hat mich auch wieder überrascht, mehr als 20 Mal hier in Münster. Sie haben viele gute Freunde hier in Münster und nun im Rahmen unseres Kulturprogramms zur Ausstellung Turner Horror and Delight. Es ist immer eine große Chance, wenn wir die Bildwelten unserer Ausstellungen durch einen literarischen Blick ergänzen können. Einen schriftstellerischen Blick, der gewissermaßen auf Augenhöhe und mit Komplizität den bildkünstlerischen Zugang erweitert und das idealerweise auf hohem literarischen Niveau. Dass dies in einer so guten Form gelingt, wie bei unserer heutigen Begegnung zwischen William Turner und Keith Notenboom, ist ein besonderer Glücksfall. Turner hat als Ausnahmekünstler der frühen Romantik den Blick auf die Realität, auf die Wirklichkeit revolutioniert. Reiselustig, wie kein zweiter Maler seiner Zeit, hat er seine Passagen quer durch Europa genutzt, um Landschaften und Stadtansichten ganz neuartig auf die Leinwand zu bringen. Keith Notenboom wiederum gehört zu den sehr wenigen Autoren europäischen Rangs, bei denen das Reisen wie auch die Kunstbetrachtung zu den Grundpfeilern seines Schaffens gehören und der beides zu ganz neuen literarischen Ufern geführt hat. Ich erwähne nur pars pro toto einige Veröffentlichungen, die einerseits sein besonderes Verhältnis zu Deutschland darstellen: Rückkehr nach Berlin 1998, Amerikas, die Reise in die Amerikas 2008, venezianische Vignetten 2013 und ganz neu, für mich ganz besonders auch interessant, Venedig, der Löwe, die Stadt und das Wasser 2019. Außerordentlich dankbar hat es sich gefügt, dass er kürzlich über seinen, vielleicht darf man sagen, Kollegen Turner, mit dem ihn so viel verbindet, einen ganz wunderbaren Essay verfasst hat. Die Geschichte einer Faszination, die uns so viel über den englischen Maler, aber auch etliches andere mehr erzählt, wie wir im Laufe dieses Abends sehen werden. Ich bin in der sehr glücklichen Lage, Ihnen unseren Gast gar nicht weiter vorstellen zu müssen. Hinweise auf sein überaus großes, langjähriges und vielfältiges Oeuvre, auf die Übersetzungen in über 30 Sprachen, auf die zahlreichen Literaturpreise und Ehrungen erübrigen sich. Lassen Sie mich bitte nur, weil es um Venedig geht, ein, zwei Zitate bringen, vor kurzem im Deutschlandfunk Kultur. Keith Notenboom ist selten zu Hause. Und wenn doch, dann kommen gleich drei Wohnungen und Häuser in drei Ländern in Betracht. Der Autor ist ein Sammler von Menschen, von Landschaften und auch ein Nomade der literarischen Gattungen. Er ist ein großer Reisender, Nomade, unterwegs in der Welt zwischen Tradition und Moderne, in Städten, die noch nicht im Heute angekommen sind, zumindest scheinen, in Kulturen, auf die er sich lesend vorbereitet hat und die vor Ort völlig Unverhofftes bieten. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb im Juni zu Venedig. Das hat mich besonders berührt, weil diejenigen von uns, die Venedig lieben, aus der ersten Begegnung aus dieser Stadt, die kennen alle diese ersten Bilder, die man hat und die man irgendwie nie vergisst bei der ersten Begegnung dieser Stadt. Ich zitiere: 100 Mal hatte ich diese Abbildungen gesehen und trotzdem war ich nicht darauf vorbereitet, schreibt er im Rückblick auf seine Venedig-Initiation. Dieses Glücksgefühl ist nie vergangen
Und ich erinnere mich, dass ich den Platz, den Markusplatz, betrat, als wäre es nicht erlaubt, aus den engen, dunklen Gassen hinaus auf das große, ungeschützte, sonnenbeschienene Rechteck und an seinem Ende dieses Ding, dieses unglaubliche Gespinst aus Stein. Seither ist er viele Male wiedergekommen und ich hoffe, Sie haben jetzt richtig erst Lust, sich dieses Buch reinzuziehen. Angebracht erscheint auch mir und gerade auch jetzt, in diesem Moment, Kees Notenboom als einen wahren Europäer im humanistischen Geist herauszustellen, als einen Grenzen- und Kulturen überschreitenden Kosmopoliten und nomadischen Intellektuellen, von denen es gerade im Augenblick wahrlich mehr bräuchte. Beginnen wir nun. Zunächst wird unser Gast seinen Essay präsentieren und im Anschluss wird es im Zwiegespräch mit Daniel Müller-Hofstede, dem Leiter unseres Kulturprogramms, um die zahlreichen Themen dieses Textes gehen. Ich bedanke mich, bevor ich mich unten hinsetze und Ihnen zuhöre, ganz besonders herzlich bei Daniel Müller-Hofstede, der wieder einmal eine überaus kreative Verantwortung für dieses Kulturprogramm gezeichnet hat. Danke Ihnen. Guten Abend. Ich möchte mich bei ein paar Menschen hier entschuldigen, weil ich denke, dass Sie vielleicht diejenigen waren, ich sollte hier lesen. Ich habe in mein ganzes lange Leseleben nie einen Abend versagt, nur einmal in Münster. Bei Herrn Wallmann. Mein Arzt hatte das wirklich verboten. Und ich habe immer mit ein bisschen Aberglaube gedacht, mein Gott, also das zweite Mal, dass ich jetzt, das erste Mal war dann im Mai oder so, ich weiß nicht mehr, dann, ja, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt lese ich die Geschichte einer Faszination. Wenn man über eine Malerin oder einen Maler schreiben will, sollte man sich zuvor niemals einen Spielfilm über ihn bzw. sie ansehen. In diesem Fall geht es um einen Mann, um Joseph Mallard William Turner, und erschwerend kam hinzu, dass ich das zu dem Zeitpunkt, als ich mir den Film ansah, noch gar nicht wusste, dass ich über diesen Künstler einmal schreiben würde. Später, wenn alles anders gekommen ist als ursprünglich gedacht, fragt man sich, welche Gedanken man sich zu Turner machte, was man vor sich sah, wenn jemand einen nur so ganz absichtlos danach gefragt hätte. Und was dann spontan kommt, ist ein einziges Wort: Licht. Eines der größten Vergnügen in einem Museum ist das begierige Stöbern im Shop. Ich kann den Karten, die dort von der gesamten Sammlung oder vom jeweils gerade ausgestellten Künstler angeboten werden, meist nicht widerstehen und finde außerdem jedes Mal irgendein Buch oder Video, das ich als Beute nach Hause tragen kann. Schließlich stammen wir von Jägern und Sammlern ab und mit leeren Händen geht man nie weg. Diesmal war es ein Museum in München. Ich hatte bereits ein Buch über Bildtheorie gekauft und hoffte, wie alle Büchernarren, damit gleich auch die nötige Zeit zum Lesen mitgekauft zu haben, als ich in der Videoabteilung einen Film über Turner entdeckte, den ich mir später in Amsterdam ansehen wollte. Viel weiß ich nicht mehr von diesem Film, doch ein paar Bilder sind mir noch in Erinnerung, darunter eine ziemlich brutale Sexszene, die ich in gar keiner Weise mit dem Maler des Lichts und der Landschaften in Verbindung bringen konnte. Ich empfand Mitleid mit der betroffenen Frau und verspürte auch so etwas wie stellvertretende Scham. So konnte sich mein Turner, der des Lichts, nicht aufgeführt haben. Ein anderes Bild, viel weniger schockierend, eher komisch, entsprach ebenfalls nicht dem, was ich mir offenbar vorgestellt hatte,
ein dicklicher, kleiner, ulkiger Mann, der eher brummt, als dass er spricht, der äußerst wortkarg ist und fast komödiantischen Schrittes das Haus mit Regenschirm und Malkasten verlässt, um einen Zylinder auf dem Kopf sich murrend und knurrend anzuschicken, einen Fluss oder das Meer zu malen. Alles roch nach Studio, nach Bühnenbild, nach einem altväterlichen England für Touristen. Und der Mann, der mit seinem Zylinder auf dem Kopf erregt durch diese albernen Kulissen trippte, konnte niemals mein Maler des Lichts sein. Etwas Ähnliches muss auch Delacroix gedacht haben, der Turners Werk bewunderte, nach dem Treffen mit ihm in Paris jedoch eine sehr französische Reaktion auf diesen wunderlichen Engländer zeigte. Er machte auf mir einen recht mittelmäßigen Eindruck, schrieb er in sein Tagebuch. Er sah aus wie ein englischer Bauer mit einem ziemlich plumpen schwarzen Mantel, schweren Schuhen und grimmiger Miene. Bewunderung kann seltsame Formen annehmen, denn eben dieser Delacroix vermerkt später nach Turners Tod in seinem Tagebuch Lawrence, Turner, Reynolds, gemeinhin alle großen englischen Künstler, fallen durch Übertreibung auf, weshalb sie nicht zu den wirklich großen Meistern gezählt werden können. Wer malt denn bloß mit einem Hut auf dem Kopf? Die Antwort darauf erhielt ich nicht lange danach, als ich einen Essay noch einmal las, den ich vor langer Zeit, 1978, geschrieben hatte und der von dem Foto eines anderen Malers begleitet war, der wie Turner in einer mediterranen Landschaft stand und malte und dabei ebenfalls einen Hut trug, Cézanne. Bei ihm ist es eine Art Melone. Das Foto stammt von Claire Xavier Roussel und ist 1906 entstanden, Paul Cézanne auf dem Chemin de Louvre. Der Maler hält die Palette in der linken Hand, bückt sich und stellt seine Leinwand an eine Feldsteinmauer. Vielleicht braucht er den Hut, um seine Augen gegen das grelle Licht abzuschirmen, was für Türme nicht in dem Maße zutraf. Und dennoch trägt dieser auf den wenigen Porträts, die ich von ihm kenne, immer einen Hut, und zwar einen Zylinder. Von Picasso ist ein Ausspruch überliefert, demzufolge Cézanne für ihn der Beginn der modernen Kunst sei. Und eben dies beschäftigte mich damals. Was geschieht, wenn etwas vollkommen neu ist und sich in dir Bahn bricht? Ein anderes Wort dafür weiß ich nicht. Damals schrieb ich über jenes Foto: Das Foto ist komisch und tragisch und somit rührend. Etwas, das nur tragisch ist, kann nie rührend sein. Aber jedenfalls ist dieses Foto komisch, weil es Elemente der Komödie in sich trägt. Ein Standbild aus einem der allerersten Filme wie L'Arroseur arrosé. Herr in schwarzem Tuchanzug und halbhohen Seitenzylinder steht im hellen Sonnenlicht in Angriffspose vor einer Leinwand. Er hat einen weißen Spitzbart und sein vornehmer Anzug ist mit Farbe beschmiert. Tragisch ist, dass es sich bei diesem einsamen alten Herrn auf verlassenem Feldweg um jemanden handelt, der kurz danach sterben sollte, der im Begriff war, das Gesicht der Malerei definitiv zu verändern und den Weg für Braque, Picasso und damit für die Malerei freizumachen, wie wir sie heute kennen. Jemand, der etwas sah, was niemand sonst sah. Eine besondere Form von Einsamkeit, schrieb ich damals. Gilt das auch für den viel früheren Turner? Cézanne schrieb kurz vor seinem Tod: Werde ich das Ziel, nach dem ich so lange gesucht und das ich so lange verfolgt habe, erreichen? Ich fahre daher mit meinen Studien fort. Ich studiere stets nach der Natur und es scheint mir, dass ich langsam vorankomme.
Ich möchte mich nicht an Spekulationen beteiligen, würde das niemals wagen. Das ist die Domäne der Kunsthistoriker und ich bin nur jemand, der schaut. Und dennoch, wenn ich an Cézannes Äußerungen in seinen Briefen denke, in denen er Dinge sagt wie die Grenze, bis zu der ich gehen will, über die nächsten Schritte, die andere tun werden, oder die Natur liegt eher in der Tiefe als an der Oberfläche, dann erkenne ich darin Dinge in der Kunst des so viel früheren Turner. Wenn ein Kritiker wie Jean Bazin im Ausstellungskatalog der Ausstellung von 1978 zitiert wird, Cézanne ist der große Bruch in der Geschichte der spatialen Komposition, er hat den Raum demontiert, so deckt sich das auf jeden Fall mit den Reaktionen mancher von Turners Zeitgenossen, die dem, was er tat, nicht mehr folgen konnten. Wer aber war dieser Joseph Mallard William Turner, der den Zeitgenossen in seinem späteren Leben solche Rätsel aufgab, nachdem er in der Jugend einen so furiosen Start hingelegt hatte? Er war ein Cockney, so etwas wie ein Ur-Londoner, was einen bestimmten Tonfall mit sich bringt, der sich in tieferen Stimmlagen und einem gewissen gutturalen Nachdruck ausdrücken kann. Diesen Akzent behielt Turner sein ganzes Leben lang bei und passte sich in seiner Sprechweise auch später nicht an, als er sehr reiche und adlige Freunde hatte. Engländer werden von ihrem Akzent bestimmt, der auf eine Region, mitunter aber auch auf eine bestimmte Schicht schließen lässt. Ein Absolvent der Universität Cambridge oder Oxford spricht anders als der Sohn eines Friseurs aus dem Herzen Londons. Turners Vater hatte ein gut gehendes Friseurgeschäft im Zentrum, Covent Garden, einem lebendigen Stadtteil mit vielen Theatern, in welchem die St. Paul's Church liegt, in der Turner getauft wurde und nur wenige Minuten von der Themse entfernt, die später so wichtig für ihn werden sollte. Das vorbeiströmende Wasser, das zu jeder Stunde des Tages anders aussieht, muss für jemanden, der wirklich sehen kann, von unmessbarem Einfluss sein. An allem, was er später zeichnen und malen wird, ist zu erkennen, dass dieser erste Blick bereits analytisch gewesen sein muss. Der Blick, der Bewegung zergliedert, ist eine Art elementarer Studie, auch wenn sich der 10- oder 11-Jährige dessen damals noch nicht bewusst ist. Das Wasser, der Himmel, sie werden ein Leben lang in allen möglichen Nuancen wiederkehren. Doch schon damals vertiefte sich der Junge in das Werk früherer Maler und durfte bereits Stiche für Radierer und Kunsthändler kolorieren, die in der Nähe wohnten. Nach ihm bekamen seine Eltern noch eine Tochter, Mary Ann, die 1783 vierjährig starb. Seine Mutter Mary stammte aus einer Schlachterfamilie, litt an Depressionen und musste regelmäßig in psychiatrischen Krankenhäusern aufgenommen werden, bis sie schließlich 1799, als Turner 24 ist, für immer in einer dieser Einrichtungen verschwindet. Ein Porträt von ihr aus jener Zeit zeigt eine Frau mit spitzem Gesicht in tiefe Melancholie versunken. Inwieweit das einen Schatten auf die Entwicklung des jungen Turner geworfen hat, ist nicht klar. Doch spurlos wird es nicht an ihm vorbeigegangen sein. Ihm bleibt ein inniges Verhältnis zu seinem Vater, das bis zu dessen Tod andauern wird. Schon in sehr jungen Jahren entdeckt der Sohn sein eigenes Talent. Oder vielleicht muss ich es so ausdrücken. Er entdeckt, dass er etwas kann, dass er das, was er sieht, bildlich wiedergeben kann, aber vor allem auch, dass er es will, dass es eine vollkommen natürliche Handlung für ihn ist, ein Bedürfnis und eine Notwendigkeit. Und was er zu Papier bringt, ist schon früh so auffallend, dass sein Vater die Skizzen ins Schaufenster seines Geschäfts hängt
und sie für ein paar Schilling verkauft. Wegen der Krankheit der Mutter verbringt der Junge manchmal längere Zeit bei Verwandten in Brentford in Middlesex, später auch in Margate in Kent, erste Konfrontationen mit der Natur außerhalb der Stadt. Die Tatsache, dass sein Vater ihn von Anfang an unterstützte, mag darin begründet gewesen sein, dass das Malen und Zeichnen von Landschaften, aber auch von Gebäuden oder Tieren in einer relativ wirklichkeitsgetreuen Abbildungsweise und mit einem Verständnis für Formen und Proportionen auf völlig akzeptierte Weise zur Normalität jeder Zeit gehörte. Jedenfalls konnte der unglaublich junge Maler von Anfang an seinen Weg gehen. Er schien, als stimme alles. Sofort lehrt er die richtigen Leute kennen. Schon 1789 wird er als Schüler an der Royal Academy angenommen. Er ist 14, als er die dafür erforderliche Prüfung ablegt, die aus dem Nachzeichnen antiker Skulpturen besteht. Ist er folglich ein Wunderkind? Das weiß ich nicht. Was jedoch klar hervortritt, ist die enorme Disziplin, mit der ein Einzelkind aus einem nicht geraden einfachen Umfeld sein Talent weiterentwickelt hat. Von Pubertätsproblemen ist nichts zu erfahren, von jugendlichen Exzessen, frühen Verliebtheiten nichts bekannt, was nicht bedeutet, dass es das nicht gab. Doch sichtbar ist später im Grunde nur das Gegenteil. Hervorbringungen, die ja gerade höchste Konzentration von einem so jungen Künstler erforderten, überaus sorgfältige Architekturzeichnungen mit einem außerordentlichen Gespür für Masse und Proportionen, aber auch Landschaften von großer Natürlichkeit. In seiner Biografie lese ich, dass er noch vor seinem 20. Lebensjahr nicht nur nach der Natur zeichnete, sondern sich auch in den großen Sammlungen jener Zeit umsah, zu denen er offenbar als Akademiestudent mühelos Zugang hatte. Damals wie heute wissen Verleger, ihn zu finden in dem hübschen kleinen Buch von Olivier Meslet, das der Verleger Thames & Hudson über sein Leben und Werk publiziert hat, gibt es ein wunderbar helles, fast nostalgisches Bild des Flusses Avon, zwei Schiffe tief unten auf dem Wasser mit geblähten Segeln. Erstmals hat sich Turner tatsächlich und allein auf eine Reise durch England begeben, etwas, was er sein ganzes weiteres Leben lang beibehalten wird. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, und dabei helfen mir die Beschreibung Delacroix und der Film, den ich in München gekauft habe. Einerseits ja und andererseits nicht. Der kleine, später auch etwas korpulente Mann mit dem Hut und dem Wassermalkasten, dem Regenschirm und dem schweren Mantel. Wie reiste er? Mit Postkutschen? Zu Fuß? Aus dem Film erinnere ich mich an Bilder, auf den er entschlossenen Schrittes durch Landschaften stiefelt, das Skizzenbuch zur Hand nimmt und hastig zu zeichnen beginnt. Busse gab es nicht. Die Entfernungen, die er auf nicht allzu guten Wegen zurücklegte, die Gasthöfe oder Pensionen, in denen er übernachtete, die Menschen, denen er dort begegnete, wie verliefen seine Tage? Redete er? Lauschte er fremden Gesprächen? Wie es scheint, relativ wenig. Brummen konnte er, das las ich an verschiedenen Stellen. Brummen, Knurren, die abrupten Töne völliger Konzentration, die keine Einmischung duldet. Was dachte er? Tektonische Formen, geschwungene Hänge, offene Flächen, in denen das Licht freies Spiel hatte, der Charakter von Bäumen in den verschiedenen Jahreszeiten, die Grammatik und die Beugungen des Schattens, böse Abgründe, und jene andere ständige Herausforderung, die Form von Felsen, der Charakter von Stein, Dinge, die ihm auf seinen vielen Schweizreisen von Nutzen sein sollten. Zergliederte er die Natur? War alles eine Studie? War das Wasser des Avon
Anders als das Wasser der Themse studierte er die Strömung, der Nebel, die Wolken, die er in ein Leben lang malen sollte, bis zuletzt von manchen Landschaften nichts mehr übrig war als Himmel, Lichtschimmer im Dunst, eine Andeutung von Land. War das alles eine Vorbereitung auf Späteres, wenn er England zum ersten Mal verlassen würde, wenn das Meer als Thema hinzukommen würde, das Meer als Bewegung, als lebendiges Element, das den Himmel eines jeden Tages verändern konnte, genauso wie auch der Himmel das Meer veränderte? Alles eine Studie, eine Meditation über Farbe, eine Faszination für Gelb oder vielleicht sogar Gold, wenn man Azur malt, wenn die Augen genau in die Sonne blicken und man durch die Wimpern hindurch gegen das gleißende Licht malen muss? Der Erfolg kommt rasch. Einer jener früheren Maler, bei denen sich Turner sofort wie zu Hause fühlte, war der auch in England sehr populäre Claude Lorrain, der Einfachheit halber später von jedermann dort nur Claude genannt wurde. Turner war gut im Zeichnen von Gebäuden und Turner war neugierig. Er las viel und ausgiebig, liebte Geschichte, kannte die Bibel und die Erzählungen aus der Mythologie. Einige seiner späteren Meisterwerke sind erzählende Gemälde, wie etwa die Zintflut oder Hannibal und sein Heer überqueren die Alpen, zu dem er auch noch ein Gedicht schrieb. Er freundete sich rasch mit Schriftstellern und Dichtern an, zum Beispiel mit William Beckford, der seinerzeit über Maler schrieb, aber auch den berühmten Roman Vatek verfasst hatte. Bereits 1802 wurde Turner Mitglied der Royal Academy und durfte somit mit R.A. hinter seinen Namen setzen. Mit dem Erfolg kamen auch Geld und einflussreiche Freunde. Das muss zweifellos eine Wende in seinem Leben bedeutet haben, doch an seiner Person, seinem Auftreten und seiner Kleidung änderte es nichts. Er blieb sein altes Londoner Selbst, lebte zuweilen auf Schlössern des Adels als geschätzter, von den Kindern geliebter Hausgenosse und malte weiter. Auch Reisen unternahm er weiterhin. Er war befreundet mit Lord Egremont und dem Herzog von Bridgewater. Auf Petworth, dem Landsitz des Ersteren, konnte er drinnen wie draußen malen, wonach ihm der Sinn stand. Ein anderer Freund war Walter Fawkes, der einige seiner berühmtesten Bilder kaufen sollte, mit dem er aber auch auf die Jagd ging. Im England der Klassen und Akzente hatte ich gern ihren Gesprächen gelauscht. Manchmal blieb Turner Lunde lange Zeit fern, doch ein Höhepunkt eines jenes Jahres waren die Varnishing Days, die Vernissagen in der Academy, auf denen die Mitglieder ihre neuen Gemälde vorstellten. Das war natürlich ein Tag, den er nicht versäumen durfte. Der Wortbestandteil Varnish, Firnis in Vernissage, ist dem heutigen Kunstliebhaber nicht mehr geläufig. Damals jedoch, in London, hatte er noch seine eigentliche Bedeutung. Es war der Tag, an dem man, während die Leinwand bereits hing, noch Firnis auftragen konnte. Und, wie in Turners Fall, auch noch einiges ändern konnte. Turner war kein Mensch, selbst als er schon berühmt war, der sich für irgendetwas schämte oder sich in den Hintergrund drängen ließ. Wenn er bei dieser Ausstellungseröffnung zufällig auf ein Gemälde stieß, das seinem Eindruck nach zu viel Farbe aufwies, sodass sein eigenes daneben etwas blass wirken würde, trug er rasch noch einen Tupfer Rot auf, den er dann später mit einem Spachtel im Bild verarbeitete, Kupp gelungen. Auch die Frage, wer an den drei hohen Wänden wo hängen sollte oder durfte, war Anlass für Kontroversen, die nicht immer für jeden befriedigend beigelegt wurden. Wenn man sehr weit oben hängen muss, besteht die Gefahr, dass nicht mehr sehr viel zu sehen ist. Von solch konfrontativen Situationen existieren Bilder. Da steht er,
klein, korpulent, den Zylinder macht ihm nicht wirklich größer. Seine Haltung ist die eines Militärs beim Angriff. Palette parat, Pinsel parat, jetzt geht's los. Manchmal fällt es mir schwer, diese öffentlichen Momente mit der extrem meditativen Stimmung in einem Teil seines Werkes in Einklang zu bringen, das vor allem später mystische Elemente aufweist, die eher Stille und Einsamkeit ausstrahlen als Wettstreit. Aber vielleicht war er in dieser Hinsicht einfach ein Londoner Junge geblieben. Jedenfalls sprach er bei solchen Gelegenheiten kein Wort, tat, was er tun wollte und verschwand. Auch später, als ein großer intellektueller Bewunderer John Ruskin ihn gegen die bösartigen Angriffe des Kollegen Sir George Beaumont verteidigen wollte, der heute eigentlich nur noch deshalb bekannt ist, weil er versucht hatte, Turners Werk zu zerpflücken, bat Turner seinen Bewunderer, das auf keinen Fall zu tun. Er kannte seinen eigenen Wert und das war ihm genug. Materielle Sorgen hatte er nicht mehr. Er hatte ein Haus auf dem Lande gekauft, in dem er mit seinem Vater wohnte, der allerlei praktische Dinge für ihn erledigte und in dem sie in vorbildlicher Harmonie zusammenlebten. Aus dem erwähnten Film weiß ich, dass es in seinem Leben zumindest zwei Beziehungen zu Frauen gab, dass er aus der ersten zwei Töchter hatte, doch er schwieg über sein Privatleben wie ein Grab, zeigte sich nie mit seinen Geliebten, auch nicht auf den Landsitzen, auf denen er ein gern gesehener Gast war. Was er davon gehalten hätte, dass eine spätere Zeit sein Intimstes öffentlich machen würde, kann ich mir vorstellen. Es waren nicht nur andere Zeiten, auch er selbst war ein ganz anderer in einer für immer zu Ende gegangenen Epoche, ohne Facebook und sonstige Plattformen, unter unwiderruflicher Sichtbarkeit. Und wieder fällt es mir schwer, mir seine erste Auslandsreise im Jahr 1802 vorzustellen. Französisch sprach er nicht. Ebenso wenig wie Deutsch. Aber es ist bekannt, dass er sich gut vorbereitete, viel über das Gebiet las, das er besuchen wollte, bestimmte Wörter, die er brauchen würde, auswendig lernte. Ein unsicherer Mann war er nicht. Geld hat er jetzt genug und doch hätte ich gern zugeschaut, wie sich der doch erst 27-jährige Akademicien durch Paris bewegte, das Atelier von Jacques-Louis David besuchte und einen Monat lang auch täglich den Louvre. Doch für die Ausstellung in Luzern soll es an allererster Stelle um seine, und das ist hier auch natürlich, allererster Stelle um seine schweizerische Reise gehen. Schon allein, weil für ihn Paris und der Louvre warten konnten. Und weil Grenzen damals noch Grenzen waren, mit jeweils anderen Papieren und anderem Geld, hätte man insbesondere miterleben wollen, wie er die Grenze von der einen zur nächsten fremden Sprachen überschritt, wie er die wilde See bei Calais, seine erste Seereise bei Sturm, bescherte ihm keine angenehme Ankunft, gegen das flache Land Frankreichs eintauschte und dann später gegen den allmählichen Anstieg für den für ihn so faszinierenden Höhen der Alpen. Für jemanden, der alles in Skizzenbüchern festhielt, war so etwas kein leichter Übergang. Natürlich hatte er bereits in England und Wales unterschiedliche Landschaften gesehen, doch nicht von ungefähr galt seine erste Reise aufs Festland der Schweizer Landschaft. Ob er bereits viele Bilder von den Alpen gesehen hatte, weiß ich nicht. Doch schon bald sollte er sie voller Leidenschaft studieren, zergliedern, malen, zeichnen, skizzieren in immer wieder neuen Bildern. Es gibt nicht einen Turner, sondern mehrere. Einen heroischen, einen kontemplativen, einen mystischen, einen studierenden, einen, dem ein einziger Atemzug von Licht und Farbe auf Papier genügt, einen, der sich auf die Gewalt der Sintflut besinnt, einen, der sich vor der Farbenlehre Goethes mitsamt alle ihre Implikationen verbeugt,
einen, der sich wie wenige vor ihm mit der Bewegung des Wassers beschäftigt, der aber auch in das Wesen und Geheimnis der Berge eindringen will. Wenn man lange hinschaut, sieht man, dass er wissen möchte, was Bären ihre Wesen nach sind. Er zeichnet und malt sie in den verschiedenen Jahreszeiten, bei einbrechender Nacht, am hellen Morgen. Nie lässt er von ihnen ab. Zwischen 1802 und 1844 kehrt er immer wieder zurück. Längst ist er ein vermögender Mann. Er braucht nichts mehr zu beweisen, will aber wissen, will vordringen in das Geheimnis der Dinge. Eine Schlucht am Gotthardpass, Le Pic de l'Oyette, die Straße zwischen Amsteg und Wassen, der Vier-Weltstädter-See. Er arbeitet beharrlich, mal auf der Suche nach dem Menschlichen oder einfach Sentimentalen, wie bei Mondaufgang über der Kapellbrücke 1807. Mal in majestätischen Landschaften, in denen das Menschliche lediglich eine beiläufige Anekdote ist, etwas, das zufällig ebenfalls da war, um das es aber im Grunde nicht geht. Es ist, als gäbe die Natur ihm ständig Rätsel auf, fordere ihn heraus, und jedes Mal von Neuem stellt er sich der Konfrontation mit all seinen Waffen, mit Graphit, Aquarell, Zeichnung, Gemälde. Er lässt nicht locker, kratzt, schabt, denkt, kehrt zu früheren Werken zurück. Der Held in 100 Schlachten zwischen 1800 und 1810 gemalt und 1847 noch einmal bearbeitet, gibt auch 200 Jahre später dem Publikum Rätsel auf. Er ist ein im wahrsten Sinne düsteres Bild, in dem aber auch ein geheimnisvolles Licht brennt, das den Blick auf sich zieht. Was hat sich der Maler gedacht? Es muss ein einsames Abenteuer gewesen sein, abends in Gasthöfen, Wirtshäusern, ein schweigsamer Ausländer mit einer besonderen Mission. Eine derartige Besessenheit von Naturphänomenen hat zweifellos philosophische Züge. Allein schon die Vielzahl, die stets wiederholte Rückkehr, die unterschiedlichen Methoden, mit denen er seinen Themen zu Leibe rückte. Manchmal scheint es, als hätte er diese Berge anheben, zur Seite schieben, von unten oder von einer immer wieder anderen Seite betrachten, verstehen wollen, um sie besser zu verstehen. Dann wieder fügt er, wie bei der Teufelsbrücke, ein menschliches Element hinzu, das fast winzig wirkt. Ein andermal verzwergt er das menschliche Tun und Treiben, dann sind die Menschen verletzliche, sterbliche Wesen, flüchtige, kleine Gestalten, in fragilen kleinen Booten, gerade noch sichtbar als Schatten durch einen Lichtschein hindurch. Er selbst dürfte in dieser Landschaften nicht größer gewesen sein. Wenn man, wie bei den Aquarellen der blauen und roten Rigi, menschliche Gestalten fast vollkommen löscht und nur noch als namenlose Schemen im Bild belässt, was muss man dann von sich selbst denken? Einen einsamen Mann mit Skizzenbuch inmitten all dieser Gewalt, die man ihrer ganze Majestät malt. Oder ist es doch ambivalent? Hebt die Meisterschaft einen aus der in dieser Umgebung so sichtbaren Nichtigkeit heraus? Ein Berg aus Licht ist die Rigi. Sie scheint über dem Wasser zu schweben. Doch wie ist das möglich? Kann ein Berg schweben? Hier kann er es. Bei der blauen Rigi von 1842 sehen wir Vögel in einem Lichtfleck auf dem Wasser. Rechts möglicherweise die düstere Form eines kleinen Boots, noch weiter entfernt ein kleines Schiff, die Menschen darauf von einem einzigen Lichtfleck punktförmig erfasst. Weiter oben fliegen ein paar Vögel, als wäre das Sonnenlicht ihre Domäne, und darunter blau von Licht- oder Nebelschwaden berührt, segelt, schwimmt die Form der Rigi und erwartet den Tag. In dem Augenblick, dass ich dies schreibe, lese ich einen Artikel in einer deutschen Zeitung, in dem eine Zeile vorkommt, die Turner fasziniert hätte.
Während der Boden der Nordsee langsam sinkt, wachsen und wandern die Alpen. Lebendige Wesen also. Unmöglich, bei diesem Satz nicht an den Maler zu denken, der sich ein Leben lang derart intensiv mit dem Meer und den Bergen beschäftigt hat. Nochmals, wer war Turner? Können wir ihn über sein Engländersein definieren als Mann aus London, der gut malen konnte? Als Maler, der zu seiner Zeit sehr erfolgreich war und damit hatte es sich? Oder war er, wie manchen ihn sehen, ein Vorläufer der Impressionisten, jemand, bei dem sich das Neue, was immer das genau sein mochte, früher Bahn gebrochen hatte, der die Menschen lehren sollte, auf neue Art zu schauen und zu sehen? Beschäftigte ihn das? Ich betrachte noch einmal Strand und Segelboot. Da ist das 70. Was ist darauf zu sehen? Fast nichts. Wie lange dauert es, bis es einem gelingt, fast nichts zu malen? Ein blauer Pinselwisch von rechts nach links, Wasserfarbe auf Papier, unter dem Blau noch vier winzige Striche in einem fast nicht sichtbaren Gelb. Was bedeuten diese Dinge? Stammt das von demselben Mann, der 1842, als sein Freund der Maler David Wilkie auf See gestorben war und auf dem Rückweg aus dem Orient ein Seemannsgrab erhielt, ein Ölgemälde von einem derart heftigen Clair-obscur schuf, dass die Segel des Schiffs sich schwarz und stark konturiert von einem leuchtend silberweißen Himmel abheben, der in einem kalten Feuer zu stehen scheint? Kaltes Feuer auch am Horizont, beckschwarze Schatten in silbrig schimmerndem Wasser. Der Maler trauert um seinen Freund. Er selbst sollte noch einige Jahre leben. Sein Vater war gestorben. In seiner eigenen, von ihm selbst eingerichteten Galerie hingen die Bilder, die er nicht mehr hatte verkaufen wollen, die er dem Staat schenken wollte, weil er wusste, was er wert war. Alles sollte zusammenbleiben, weil es eine Studie gewesen war. Vielleicht doch eine Philosophie ohne Worte, ein lebenslanger Dialog mit den Sichtbaren, in dessen Mitte sich unser Leben abspielt. Man weiß nie, warum man angesichts von so viel Gewalt und so großen Unterschieden in Nachdruck und Thema etwas sieht, was einen besonders beschäftigt. Mein besonderes Interesse hat auch den fast durchscheinenden späteren Gemälden und Zeichnungen von Venedig gelten können, weil ich dort in den letzten Jahren so viel Zeit verbracht habe. Doch es gilt einer Geschichte, der Geschichte eines unglücklichen Jägers, Aktaion. Artemis hatte dieser Aktaion belauern wollen. Er wollte die Göttin nackt sehen, aber sie merkte es. Zur Strafe ließ sie ihn von seinen eigenen Hunden zerfleischen. Das Gemälde trägt den Titel »Der Tod des Aktaion« in der Ferne Montjovet, Auerstatal. Doch ging es Turner um die Fernansicht oder vielleicht doch um die Bestrafung des Jägers, der gesehen hatte, was er nicht sehen dürfte? Manche Dinge, so wollen es die Götter, müssen unsichtbar bleiben. Wer den Rätseln allzu nahe kommt, kann bestraft werden. Ob das auch für Maler gilt, weiß ich nicht. Doch es kann sein, dass ein Maler von allein auf diesen Gedanken kommt und ihn malt. Danke. Ja,
Herzlichen Dank für diesen großartigen Text, der so reichhaltig ist, dass wir hier, zumindest wir in diesen bequemen Sesseln, Wochen darüber sprechen könnten. Der so viel sagt über Turner, der auch ganz viel, das finde ich das Spannende, auch über Sie sagt und natürlich auch über die großen Dinge der Kunst, sozusagen die letzten Fragen der Kunst. Also gespickt mit großen Themen, die wir versuchen wollen, so ein paar in der verbleibenden Dreiviertelstunde hier zu diskutieren. Nur zur Information, wir machen das ohne meine Kollegin Judith Klaus, die krankheitshalber heute nicht kommen kann. Es ist sehr schade, weil die Kollegin der Turner-Ausstellung, wäre die weibliche Blick, die weibliche Frage gewesen in unserer Runde. Aber wir versuchen, so zwei weiße alte Männer, wir versuchen das irgendwie auch so zu schaukeln. Ich fange mal moralisch an, das hat freundlicherweise unser Direktor mir überlassen. Vielleicht die Frage, ob wir Abbitte leisten müssen, ob wir uns ein bisschen bei Ihnen entschuldigen müssen, weil der Hintergrund ist, dass keine 200 Kilometer von hier in Düsseldorf vor 2 Monaten eine große Ausstellung eröffnet worden ist zum Maler Munch, zum norwegischen Maler Munch, die kuratiert wurde von ihrem Kollegen Karl-Uwe Knausgård, der als Schriftsteller, als Intellektueller eingeladen worden ist, ganz subjektiv Bilder zusammenzustellen und eine Ausstellung zu bringen. Frage, war das ein Fehler von uns vor 2 Jahren, nicht Cees Noteboom gefragt zu haben, ob er unsere Turner-Ausstellung kuratieren möchte? Ich denke nicht, nein. Nein, nein, ich habe mich erst in Turner noch mal extra vertieft als das Luzern-Museum. Und die haben mich auch nicht gefragt, die haben nur selbst, das ist beruhigend, ja. Ich bin dann im Tate in London gefahren und habe mir das selbst alles angeschaut und ja, später natürlich auch noch in große, wunderbare Büchern, aber nein, ich bin ganz zufrieden mit dieser, ich hätte das nicht so gerne gemacht, das ist eine Verantwortung, die ich gerne der Kollege Klausgård überlasse. Denn das ist wirklich Arbeit. Natürlich. Aber es wäre ein besonderes Vergnügen gewesen, Sie hier zu beschäftigen, das hätten wir. Aber vielleicht ein andermal. Mal ganz banal gefragt, wie muss man sich das, also neugierig gefragt, wie muss man sich das vorstellen? Cees Noteboom geht ins Museum oder in eine Ausstellung. Welche Reize sind das oder welche Signale müssen Bilder aussenden, um ihn zum Halten zu bringen, um ihn zu verweilen zu lassen? Das sind ja wahrscheinlich keine akademischen Reize, also Hauptwerk. Naja, ich kann nur sagen, das hat ganz früh angefangen. Bei mir zu Hause gab es Kunst in diesem Sinne nicht, aber als später Puber, so im Gymnasiumjahren, war in unserer Gegend ein kleines Museum und ich wusste, da stellte ein Maler aus. Und da bin ich hingegangen und der arme Mann saß alleine bei seinem Gemälde. Und ich bin hin und her gelaufen, weil ich wollte nur seine Signatur. Und ich habe ihn wahrscheinlich unglaublich irritiert, weil ich mich nicht traute und dann immer wieder die Gemälde angeguckt habe. Und als ich dann endlich aller Mut aufgebracht habe und gesagt, darf, können Sie bitte in meinem Buch eine Handzeichnung? Da hat er gesagt, geh doch weg, Arschloch. So, und so hat meine Kunstkarriere angefangen. Nein, ich mache gerne mal Notizen, wenn ich in Museen bin und kaufe mich auch die Karten oder ein Buch, wenn es geht. Und das ist eigentlich, was ich am liebsten mache. Und jetzt zum Beispiel gibt es im Rijksmuseum eine Ausstellung, fremd genug, die ich noch nicht gesehen habe, weil ich zu viel verreist war. Aber das ist zwischen Malerei aus dem Prado und aus Rijksmuseum. Und da habe ich jetzt dann einen Maler entdeckt, wirklich entdeckt, weil ich den nicht kannte. Da war natürlich Rembrandt. Und da ist natürlich Velázquez. Und Velázquez, das berühmte Gemälde des heiligen Serapion, der gefoltert ist und tot ist, der ist in einer weißen Kutte. Aber dann ist da ein Gemälde
von Jan Asselijn. Ich kannte den Maler nicht. Ein riesiger, wütender Schwan, der sein Kind oder Jung verteidigt. Und diese zwei hätte ich gerne nebeneinander gehängt, weil das alles ein Ausdruck von Weiß, Reue und gleich Wut ist. Das fand ich wunderbar. Diesen Aslan habe ich mich gewerkt, den möchte ich weiterverfolgen jetzt. Also doch kuratorisches Interesse, Grundinteresse. Ja gut, man kann das nicht helfen. Es gibt ja dieses schöne Bild von dem Palast der Erinnerung, Palast der visuellen Erinnerung. Den stell ich mir bei Ihnen riesig vor, also so Ceausescu-artige Ausmaße. Was Ausmaße, nicht Inhalt. Was dominiert? Das ist ein doppelsinniges Kompliment. Denn das ist das einzige Gebäude, wo ich mal, da stand ich auch davor von Ceausescu, okay, wo ich Physik, was wir auf Holländisch sagen, misselijk geworden bin. Ich kann es, genau, es war. Ein so unendlich mieses Gebäude. Okay, ich ziehe diesen Vergleich zurück, aber ja. Sie wissen, was ich meine. Aber Stichwort Erinnerung, wo das Palast der Erinnerung, das stammt nicht von mir, das ist Augustinus. Ich weiß, ja. Genau. Ja, ja. Wir haben heute lauter große Männer zu Gast. Nein, welche Bilder dominieren in diesem Palast der visuellen Erinnerung? Sind das Artefakte bei Ihnen, wenn Sie so die letzten 10 Jahre Revue passieren lassen, also Architektur? Nein, aber das Geheimnisvolle bei Augustinus, Verzeihung nochmal, denn was da so besonders ist, ist das Palast der Erinnerung, dass man dort sich verfährt, verläuft, nicht mehr findet. Und dass, wenn man lang genug, das ist eine ganz andere Bedeutung davon natürlich. Vieles wird aufgeschlagen, so wie Sie das meinen, aber das sind auch die Sachen, wie man das selbst auch hat, dass man etwas nicht mehr weiß und dann lange warten muss, ehe man das wieder zurückfindet in das Palast der Erinnerung. Also, ja. Verzeihung. Ja, das ist gut. Nein, ich meine das auf dieser simpleren Ebene sozusagen, welche Art von Bildern, von Erinnerung, von visuellen Erinnerungen dominiert bei Ihnen? Sind es, sagen wir mal, à la Turner in Natur? Bilder, sozusagen berauschende Landschaften, oder sind es Artefakte wie Architektur, Film, Szenen, Gemälde, solche Dinge? Was hat sich Ihnen mehr eingeprägt oder was hat Sie näher gebracht an die Schöpfung? Ja, Verzeihung, wenn Sie sagen Filmszenen, das meinen Sie nicht bei Turner? Nein, nicht der Turner-Film, der ist verbrannt, das haben wir gemerkt. Den würde ich nicht nennen, aber Sie haben Ihre Götter, Sie haben Fellini, Sie haben Bergmann, Sie haben Buñuel. Das sind, habe ich verschiedenfach gelesen, Ihre cineastischen Hausgötter. Aber Sie haben auch eben diese ganzen bildenden Künstler. Ja, vielleicht doch eher Filmbilder. Filmbilder? Ja, weil den Film hat man nicht immer, aber im Museum kann man immer wieder zurückgehen. Das stimmt. Dann hängen die da in einer Art... Ja. Gedächtnis. Ja, Film ist ein zeitgebundenes Medium, ja. Aber zum Beispiel dieser Schwan, und ich möchte ja auch dieses Serapion von Velázquez mal in holländischen Kontext sehen. Ich konnte die letzte Zeit nicht, aber ich war eingeladen, als die holländische und spanische König das geöffnet haben, diese Ausstellung, aber dann war ich gerade bei Turner in Luzern. Also, und dazu hatte man gesagt, dass die Könige nur 5 Minuten zugeredet werden konnten, weil die, was mich erinnerte an ein ganz berühmter Dichter, der mich erzählte, er war in einem College in Texas und dann hatte man ihn gewarnt, die Attention Span, wie man das auf Deutsch sagt, the attention span of our students. Aufmerksamkeitsspanne. Ja, 15 Minuten, nicht mehr. Die hätte man ihnen geben sollen, wenigstens. Ja. Weil wir gerade bei Film waren, ich hatte in der letzten Zeit einiges gelesen, auch ihre Analysen von Filmen. Es gibt ja diese schöne,
schöne kleine Analyse von den wilden Erdbeeren von Ingmar Bergman, ja, wo auch nochmal ganz stark ihr Verhältnis zur Zeit, zum Verstreichen der Zeit kommt. Also Zeit spielt ja immer wieder bei Ihnen eine Rolle, sei es Zeit bei der Produktion von Kunst, sei es bei der Betrachtung von Kunst. Und es ist ja ein zwiespältiges Verhältnis, was Sie haben. Es ist einerseits so ein positiver Respekt, andererseits ist es auch, glaube ich, so eine Art Gegnerschaft, die Sie empfinden. Ist das In diesem Film ist etwas, was mich sehr berührt hat, nämlich der alte Mann auf dem Weg zu einem Ehrendoktor oder es gerade passiert, sitzt in einem Park und sieht dann seine frühere 12-, 14-jährige Geliebte. Aber die ist auch da, die ist auch gefilmt worden, sowohl als junge Frau als dann. Und das, da sieht man, was Zeit bedeuten kann in einem Leben, wenn man sich Sachen erinnert. Ja, und es ist dieser filmische Trick, dieser geniale filmische Trick von Bergman, dass man diesen alten Herrn da sieht, der versucht zu sprechen. Ja, er sieht sie plötzlich, wie sie war. Er kann aber nicht kommunizieren, aber wir hören sie. In ihrer, genau, und da machen Sie diesen finde ich, signifikanten, diese Bemerkung, das Aufheben der Zeit, also genau das, was Bergman da macht, sei ein Privileg der großen Meister. Und das, wenn ich es richtig erinnere, und das ist, glaube ich, das spricht doch dafür, dass man als Künstler, als Schriftsteller, bei Bergman ist es der Filmemacher, der Regisseur, eigentlich es darum geht, gegen das Verstreichen der Zeit anzukämpfen und sozusagen festzuhalten. Ja, das gelingt und gelingt nicht, weil er sieht sie, aber kann nicht mit ihr sprechen. Dem alten Professor gelingt es nicht, aber Bergman macht es uns als Zuschauern möglich, ja, das ist das zu sehen, genau. Aber das fand ich eine interessante Bemerkung, sozusagen das Zeitaufhalten, also diese Macht, dieser kurze, glückliche Moment, ich halte die Zeit auf, durchbreche das, also für den Zuschauer des Films, ist etwas, Sie schreiben ja oft über Zeit, also Sie, also bei Fotografie, was ja auch ein wichtiges Medium ist, dass sozusagen gute Fotografie immer die Frage der Zeit aufwirft oder sie ja, in den Verlierungen. Zum Beispiel, wenn man alte Fotografien sich ansieht, die man kauft auf einem Markt zum Beispiel, ich meine wirkliche Fotografien, sagen wir von 1890. Die Person auf dieses Gemälde guckt mich an, wenn sie in der Kamera geguckt hat. Und dann guckt man in diese Augen von vielen Menschen, wenn man das ein bisschen sammelt, und man weiß immer, dass die dich niemals sehen können. Ja, damit bleibe ich, dabei bleibe ich. Das ist eigentlich, was für mich diese Faszination anmacht. Man hat etwas mit dieser Menschen, weil ich kann sie sehen, aber sie können mich nicht sehen und auch niemals, weil sie schon längst tot sind. Hat denn Fotografie für Sie einen Vorsprung, also als Kunstgattung, was dieses Erfahrbarmachen von Wirklichkeit betrifft, vor den anderen Künsten, vor Malerei oder vor Schriftsteller, vor Literatur? Ich glaube nicht, dass ich da in Wettbewerb Gedanken, nein, ich meine, man kann genau, mit einem Gemälde kann man das auch haben, aber natürlich ist man da nie so sicher als bei Fotografie. Bei Fotografie weiß man, das ist die Person. Und Fotografie kann das nicht ändern. Gemälde können natürlich, haben den Maler auch dabei. Und man könnte sagen, die Fotografin hat man oder Fotograf hat man auch dabei, aber da ist doch mehr Wirklichkeit immer als Grund. Mhm. Wo ich dachte an diesen traurigen Helden aus Mokusai, dieser zarten, vergeblichen Liebesgeschichte, die Sie geschrieben haben, zwischen einem niederländischen Fotografen und und der japanischen Kultur und konkret einer japanischen jungen Frau, die sozusagen viel mit Klischees und mit dem vergeblichen Versuch, etwas, die Wirklichkeit, also die japanische Kultur zu erfassen, sozusagen verliebterweise, dann doch scheitert, wo er merken muss, er kommt über diese äußeren Parameter nicht hinaus. Und ich dachte, dieser Mann ist ja nicht umsonst Fotograf, er ist nicht Rechtsanwalt oder nicht irgendwie Elektriker, sondern er ist eben Fotograf, also er vertritt diese eine Art, sich anzunähern an die Wirklichkeit und scheitert.
Ja, ich habe mal einen Fotograf als Charakter genommen. Meine Frau ist Fotografin, ja. Vielleicht kommt es dort her. Sie müssen aufpassen, was Sie sagen. Ist natürlich ein bisschen befangen. Aber kommen wir nochmal zu dem Text, diesem schönen Text. Ich glaube, das Schlüsselwort ist ja eigentlich Sehen. Nicht schauen, sondern sehen. Es geht um Sehen. Und Sehen, ja, ja. Sehen in einem sehr gesteigerten, philosophischen, erkenntnistheoretischen Sinne. Es gibt ja diesen großartigen Gedichtzyklus Das Gesicht des Auges von 1989, der sehr früh schon, ich glaube 91, in Münster bei Klein-Heinrich erschienen ist mit Zeichnung von Ibáñez. Und der eigentlich nicht nur Poesie ist, sondern auch so eine Art Poetik, also wo sie sehr also klar definieren ihr künstlerisches Selbstverständnis, was sehr skeptisch ist, weil sie eigentlich sagen, es gibt so ein irres Auseinanderklaffen von der Sprachwirklichkeit, der Sprachwelt und der Realwelt. Also etwa, wir sind eigentlich mit unserer typisierten, vererbten, manipulierten Vokabular, sind wir gar nicht richtig in der Lage oder nur sehr unzulänglich in der Lage, die Wirklichkeit zu erfassen. Da könnte man jetzt natürlich die maliziöse Frage ableiten, ist jemand wie Turner oder sind die ganzen Turners dieser Welt Ihnen als Mann der Sprache des Wortes überlegen, wenn es darum geht, das, was wir Wirklichkeit nennen, zu fassen? Tja, ich meine, ich würde natürlich sagen, ist er mir überlegen, man muss ja bescheiden sein. Das brauchen Sie hier nicht. Deshalb ist niemand. Das brauchen Sie hier nicht zu tun. Nein, aber es ist ein bisschen unvergleichbar. Diese Bilder, die vergehen nicht. Und Gedichte werden langsam öfters unlesbarer. Ja, das gibt es nun halt. Sie wollten. Nur, dass wir es nicht vergessen, wenn Sie es möchten, aus dem Mönchsauge ein paar Gedichte vorlesen. Ja, werde ich tun, später. Ja, okay, sehr gut. Oder jetzt, wenn Sie wollen. Wie Sie mögen. Das ist, nein, erstmal das Gespräch und dann die Gedichte. Erstmal das Gespräch, genau. Genau. Worum es ja auch bei Turner geht, mit den fliegenden, zu fliegen scheinenden Bergen, dem Rigi und so weiter, ist das Verhältnis von Realität und Fiktion in Ihrem Werk. Natürlich kann man gemeinhin, wie in der Suhrkamp-Gesamtausgabe sagen, es gibt die non-fiktionale Literatur, das sind die Essays, die Reiseberichte und so weiter, die Reportagen, und es gibt sozusagen die belletristische Ecke mit den Gedichten und den Romanen. Das ist natürlich sehr praktisch und sinnvoll einerseits, aber andererseits frage ich mich, wenn man so einfach mal quer liest oder quer denkt, wenn man an Ihren ersten Roman, Philipp und die anderen, denkt, wenn man sich überlegt, warum sind es gerade diese drei Filmregisseure, Buñuel, Bergman und Fellini, die allesamt mit dem Fantastischen, mit Surrealem, mit Träumen, mit dem Unbewussten arbeiten, wenn man auch ihre Reiseberichte liest, die ja auch doch immer wieder so narrative Überformungen haben und sozusagen so etwas quasi so fantastisch, also sozusagen narrative Einschübe haben. Ist das so, kann man wirklich bei Ihnen trennen zwischen Fiktion und Realität? Ist das angemessen oder ist das nur so eine trockene akademische Hilfsformel? Nein, das würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich Unterschiede. Zum Beispiel würde ich dann sagen, das Allerschwierigste, um worüber zu reden, das ist die Poesie. Das kann ich eigentlich nicht. Man muss entweder das Gedicht nehmen oder nicht. Aber da über selbst Fiktion ist auch schon, kann schon schwierig sein. Wenn Sie zum Beispiel über meine allererste Roman, die habe ich geschrieben 1954. Das ist schon ziemlich lange her. Da bin ich. Als 21-jähriger Mann, ja. Ja, fühle ich mich nicht mehr so verantwortlich. Ich habe immer wieder gelesen, dass Sie das gar nicht so gerne mögen, darauf angesprochen zu werden. Ich meine, ich bin hier, um angesprochen zu werden. Da muss man halt alles auch nehmen, sagen wir nun. Nein, aber es ist nicht so leicht, um über Poesie zu sprechen, über die Reisereportage, über Berlin zum Beispiel. Das ist viel leichter, weil ich dann natürlich meine eigene Kriegserfahrungen und dann der später und
wie die Verhältnis Deutschland-Holland war und wie man dann hier kommt und Freunde macht. Und wenn man dann hier in Deutschland einen Erfolg hat und durch ganz Deutschland, wirklich von unten bis oben, Süd, West, Nord, Ost, Reise macht und Menschen kennenlernt, dann ändert sich natürlich der Blick, das ist ja deutlich. Und dass ich damals in dieser Zeit vor der Wende in Berlin habe leben können, über 2 Jahren, 3 Jahren, das hat einen großen Unterschied gemacht. Aber über Poesie reden ist nicht leicht. Da würde ich doch sagen, die Menschen müssen einfach sich übergeben, wenn das Deutsch ist. Vielleicht nicht. Hm? Wie wir sagen, Aufgabe, das hat bei uns 2 Bedeutungen, vielleicht hier auch. Aber jedenfalls, man muss die Poesie wirken lassen. Und wenn man das nicht kann, muss man die Poesie lassen. Aber es ist nicht so, dass man gleich alles verstehen muss. Nein. Absolut nicht. Damit, ich habe Dichter, die ich, wo ich schon Jahre, so wie zum Beispiel César Vallejo, großer lateinamerikanischer Dichter aus Peru, den ich übersetzt habe und noch immer behaupte, dass ich alles nicht verstehe. Man muss auch nicht alles verstehen. Man muss einfach das Gedicht, so wie auch ein Gemälde, das ist wie bei Musik einwirken lassen. Es ist wie bei Musik vielleicht ein bisschen, man muss es wirken lassen. Es ist auch so eine subkutane Wirkung, die nicht sofort rational einen erwischt. Hat das Reisen, das viele Reisen, Sie auch Sehen, um wieder auf das Sehen zurückzukommen, gelehrt? Also bei diesen unzähligen Reisebeschreibungen, die Sie gemacht haben, schreibt man ja über Dinge, die man sieht, denen man physisch begegnet. Ja, ich habe immer sehr viele Notizen gemacht und also das Sehen als eine Art Arbeit oder Studie, was man so will. Von einer Reise komme ich zurück, lese immer lokal sehr viel Lokalliteratur, zum Beispiel für mein Buch Der Umweg nach Santiago, da kauft man in all diese spanischen Dörfer und Städte, kauft man, wenn es sie gibt, Lokalgeschichte, damit man viel mehr, und nicht alles kommt dann im Buch raus, aber man hat mehr Verständnis und man muss die Sprache lernen, und die habe ich in Spanien auf der Straße gelernt. Das kommt noch dazu. Und zum Beispiel meine früheste Reise, ich habe mein Gymnasium nie zu Ende gemacht, also ich habe nur 3-4 Jahre, und da habe ich als Anhalter mich durch Europa erstmal bewegt und dann so Sprachen gelernt. Und als ich vor ein paar Monaten einen Ehrendoktor in London bekommen habe, und ich dann die Studenten erzählt habe, dass ich nun gerade nicht geschafft hatte, was die da alle geschafft hatten. Und dann ist da immer eine leichte Ironie, die ich mich auch nicht ganz verkneifen kann. Zu Recht. Naja, gut, also man hat auch Glück gehabt. Aber ich sage nur eins, ich hatte vor ein paar Monaten bekam ich einen wunderbaren Brief von einem Lastwagenfahrer. Ich habe immer viel mit Lastwagen, weil die waren nett und die nahmen einen mit damals. Jetzt als mit Tramper, Auto. Ne? Was? Als Tramper. Tramper, genau das. Aber dieser Lastwagenfahrer schrieb mich einen 11-seitigen Brief, der anfing mit: Vor 25 Jahren habe ich Ihr Buch über Spanien gekauft und jetzt habe ich es gelesen. Ja. Aber das ist gut, ja? Weil er war Lastwagenfahrer auf Spanien. Aber er war, wie er selbst sagte, Autist und konnte also keinen Beifahrer ertragen. Und dann hat er ganz nostalgisch über all die Routen, und die ich natürlich teilweise auch kannte. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben und wir haben uns jetzt begegnet. Aber das ist alles, brachte etwas zurück, denn wenn man schon auf Gymnasium Französisch gelernt hat, lernt man die Sprache erst kennen, wenn man als Tramper und mitfährt mit gerade die Menschen, die genau wissen,
wo wir heute Mittag essen. Und dort, wir machen einen Umweg, weil dort haben die Hün und Hün und was man anders nicht bekommt. Ja, davon lernt man ein Land kennen und auch eine Sprache. Und immerhin hat der Lastwagenfahrer sich zurückgemeldet, im Gegensatz zu Juan Carlos, der sich ihr Buch, das gleiche Buch hat schicken lassen und, wenn ich das richtig verstanden habe, sich noch nicht zurückgemeldet hat nach der Lektüre. Also insofern 1-0 für den... Nein, der König von Spanien, der frühere, der hat bei einem Staatsessen, wo ich eingeladen war, weil ich einen Orden bekommen hatte, bin ich gerufen worden, man wird immer gerufen. Und dann hat der König, der ist ganz groß, und ich denke, dass er auch ein Glas Wein getrunken hatte, weil er war nicht so leicht zu verstehen, er hat ein leichtes Slissen. Und dann hat er gesagt, man sagt mir, Sie haben ein schönes Buch über Spanien geschrieben. Und da habe ich gesagt, das hoffe ich, Majestät. Und dann hat er auf Spanisch gesagt, mandamelo. Und das heißt nun, schick mir das. So, das habe ich gemacht. Und dann kriege ich von irgendeinem Adligen einen schönen Brief zurück, dass das Buch sehr schön war. Gut. Das Gespräch wäre unter den Habsburgern ein paar Jahrhunderte vorher genauso gelaufen, denke ich. Ja. Eine der Sachen, die Sie mit Turner verbindet, ist das Reisen, die Reiselust. Aber es ist ja doch was sehr anderes. Also bei Turner ist es ja immer eine sehr zweckgebundene, sind Dienstreisen, sage ich jetzt mal salopp, die er tut, und dann wieder zu seinem Basislager zurückzukommen. Bei Ihnen ist es was ganz anderes. Und ich habe mir mal überlegt, was ist das eigentlich bei Ihnen, das Reisen? Und habe so zwei Punkte gefunden, also etwas salopp gesagt. Also einmal ist es so eine Art subtiles Leiden, ein höheres Schicksal. Ich formuliere es einfach mal so. Und das andere ist so eine ganz bewusste, gewählte Strategie. Das sind so meine beiden. Also einmal ist es die Zerrissenheit desjenigen, der da, wo er gerade ist, merkt, er ist nicht an dem anderen Ort, etwas fehlt. Es gibt da bei Ihnen das schöne Zitat, ein Pilger des Fehlenden, was auch mit Melancholie verbunden ist. Unheilbar, weil Sesshaftigkeit keine Option ist, wenn ich das richtig sehe. Und zum anderen ist es eben nicht schicksalshaft, sondern es ist eine Strategie, eine Methode, die Welt zu erfassen, also irgendwie sozusagen ihrer habhaft zu werden, die man eben in der Sesshaftigkeit nicht erwischt. Nicht. Ist es dies beides? Ja, es ist schwierig, wenn man, Verzeihung, immer da überreden muss, weil für mich ist das die Normalität. Na gut, ja. Und das Reisen, ja. Ja, und das hat angefangen, dass ich einmal zu meiner Mutter gesagt habe, ich gehe. Und für mein eigenes Empfinden bin ich niemals mehr zurückgekommen. Denn das ist für mich ein ganz natürliches Etwas. Und das hat mich viel gebracht, viel gelernt. Und man muss es immer in Verband sehen mit Schreiben. Das ist der Punkt, also diese Melancholie, ich wäre gerne... Insofern ist es eine Strategie geworden, das war es nicht. Es war ein Instinkt und später ist es dann eine Strategie geworden. Und jetzt, wo ich nicht so viel mehr reise, doch noch ziemlich viel, es ist nicht immer mehr angenehm, das kommt dazu, weil auch die Flughäfen und alles sich unglaublich geändert hat. Ja, es ist ein... Aber ich weiß zum Beispiel, ich will unbedingt nochmal, ich bin eingeladen nach Japan und nach China, da werde ich wahrscheinlich noch gehen, weil ich in Japan ein bestimmtes Kloster noch einmal sehen möchte. Und in China ist da kommt noch etwas dazu. Es hat auch dann später mit, sagen wir einfach, zu tun mit, was man getan hat, geschrieben hat, also in China, Bücherbörse. Ja, diese Bücherbörsen oder wie heißt das, Festivals, die mit Büchern zu tun haben, die habe ich immer benutzt. Man geht hin, man macht seine Arbeit, Lesungen oder Gespräche oder Interviews, aber dann habe ich die immer benutzt, um dann weiterzureisen. Mit China habe ich das nicht gemacht und ich weiß noch, in China müsste ich ein Gespräch mit einem chinesischen Autor, man muss mich verzeihen, Name habe ich nicht mehr hier, aber dann saß ich in Shanghai auf der Bücherbörse und da saß der chinesische Autor, der hatte mein Buch gelesen, Aller Seelen,
Und ich hatte sein Buch gelesen, das spielte in der Theaterwelt, war auf Niederländisch übersetzt. Und dann habe ich für einen Saal voller Chinesen ihm sein Buch erklärt. Ja, was anderes kann man nicht. Ich wollte nur beweisen, dass ich es gelesen hatte. Und dann war ich doch gespannt und dann hat er mich, er war ein junger Mann, lokal, sah aus wie Jules Brünner. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, I think your book very complicated. Und das war es. So. Das war das große. Dafür bin ich dann von Amsterdam nach Shanghai geflogen. Ja. Und dann kam ein kleines Mädchen, denn da war gerade ein Buch von mir in China erschienen, kam ein kleines, sehr liebes Mädchen angerannt mit Buch für Signatur, hat mich hier geküsst. Dann hat ihr Zwillingsschwester das fotografiert und dann kam die Zwillingsschwester hier küssen und hat die andere fotografiert. Und das war mein großer Buchauftritt in Shanghai. Es geht auch unkompliziert, die Annäherung. Die kulturelle Annäherung kann auch unkompliziert funktionieren. Je nach. Das Einzige ist, es sind mehrere Bücher in China erschienen. Und wenn man dann fragt, weil dann spürt man, wenn ein Vertrag verlängert wird, dann weiß man, etwas muss mit dem Buch geschehen sein. Aber wenn man dann fragt, Kritiken, irgendetwas, Reaktionen, nein. Also die Bücher, die verschwinden dann einfach so ins große Leere. Sie sind da, das weiß ich, weil anders verlängert man den Vertrag nicht. Irgendwo bleiben die bei Menschen, aber Reaktionen, nein. Das ist vielleicht auch in China nicht so einfach mit der Kritik. Haben Sie das schon mal erlebt, dass ein Buch, ein Text von Ihnen in eine Kultur, sage ich mal, in einen Sprachraum, in eine Kultur hinüber übersetzt wurde und es hat nicht funktioniert? Also nicht wegen der Qualität Ihres Textes? Wenn es nicht funktioniert hat, weiß ich das natürlich nicht. Naja, aber wo Ihnen die Verlage zurückgemeldet haben, es gibt ja noch andere Länder als China, also sozusagen wo vielleicht ein bisschen transparenter und offensiver rückgekoppelt wurde. Hören Sie, das ist ein tolles Buch, finden wir. Aber ja gut. Es gibt Bücher, die sind übersetzt in Sprachen. Diese Woche kriege ich ein georgischer, ich wusste nicht, dass das georgische Schrift so wunderschön war. Wunderschön. Das kannte ich überhaupt nicht. Aber das wird geschickt vom Verlag und das ist es dann. Dann weiß man weiter nichts. Hat jemand darüber geschrieben, man hat keine Ahnung. Nein. Und das wird einfach bei den anderen hinzugefügt und gut. Es ist etwas, man hat es geschrieben, aber kein Wort kann man lesen. Das ist jetzt im Georgischen, ja, es ist aber einfach sehr schön, damit hat es sich. Ja. Wunderschön. Ja, es ist. Sie schreiben ja schon sehr lange über Kunst, sind dafür bekannt und deshalb unter anderem sind Sie auch hier. Auf Niederländisch ist ein Buch erschienen mit all meinen Sachen über Kunst und das heißt, was das Auge dir erzählt. Gut, das passt sehr gut, genau. Worauf ich hinaus wollte, ist so eine Art Modeerscheinung. Also nehme ich es wahr, dass seit, weiß nicht, 10, 15 Jahren das Gefühl habe, dass es so ein Trend ist, von Schriftstellerinnen, Autoren über Kunst zu schreiben. Also schon Thomas Kling, Brigitte Kronauer, Annette Pehnt, Martin Mosebach hier in Deutschland oder jetzt gerade Kunst sehen von Julian Barnes oder eben Karl-Uwe Knausgård. Ist das eine Mode geworden, weil es irgendwie ein bisschen schick ist und so Crossover? Oder ist das auch so eine Art, wir hatten es ja eben von Annäherung, so eine Art Kompensationsgeschäft? Also ich schreibe über die Nachbarkunst, die mit anderen Mitteln auf die Wirklichkeit zugeht. Ist das so etwas oder ist ich weiß das einfach es nur? Nicht. Es hat es für mein Empfinden, zum Beispiel Apollinaire hat schon über Picasso geschrieben, Michel Leris hat sehr viel über Kunst geschrieben. Das ist schon lange da. Ich denke, auch Goethe hat doch... Klar, es gibt die großen Alten, das ist richtig. Also das ist nicht ganz neu, nur gibt es... ich mache das aus ganz natürliche... Sie schon lange, klar. Ja. Ich liebe das. Zu Recht. Mach das für eigenen Vergnügen auch. Ich muss leider so ein bisschen hausmeisterlich auf die Uhr schauen. Unsere Sendezeit sozusagen ist begrenzt und ich finde es schön, wenn wir jetzt noch zum Schluss wenn Sie mögen, Gedichte
aus dem neuen Zyklus Mönchs. Ja, aber da möchte ich meine Hände frei haben. Ja, das machen wir wieder, wie das funktioniert wie eben. Und dann, ja, dann sitze ich. Ohne Brille. Ja, das ist eine wunderbare Ausgabe von Surkamp, weil die Zeichnungen sind von einem jungen deutschen, von mir sehr bewunderten Maler, Matthias Weischer. Und die sind ja wirklich sehr schön geworden, das können Sie natürlich nicht sehen. Der macht sehr geheimnisvolle Gemälde, aber diese Zeichnungen sind sehr direkte Naturzeichnungen, aber von einer ganz wunderbaren Art. So, und er ist nach der niederländischen Insel, einer der Watteninseln, wie sie auch welche haben. In diesem Fall ist das der niederländische unaussprechbar für Ausländer. Schiermonnik auch. Ja. Und da war ich und dann sind diese Gesichter teilweise zu mir gekommen, wie das so ab und zu mal Gott sei Dank vorkommt. Und dann habe ich die mitgenommen auf der Insel, wo ich teilweise im Sommer oder auch einmal im Winter wohne, Menorca. Und jetzt muss ich aber sehen, welche ich. Also deshalb heißt es auch, denn Schiermonnik auch bedeutet Insel der grauen Mönchen. Die waren im Mittelalter, das ist das Jenser Mönchen. Die sind, und das hat nichts mit meinem Buch zu tun, die sind natürlich verschwunden, dann kam Protestantismus und alles, was gekommen ist. Aber jetzt, und seitdem ich dieses Buch publiziert habe, es war in Holland ein ganz kleiner, schmaler Band, das hat nichts damit zu tun wahrscheinlich, aber jetzt ist wieder eine kleine Mönchengemeinschaft auf dieser Insel. Ich kann nichts dafür, aber es ist wunderbar. So. Am Bettrand ein mühsamer Gott, 6 Engel mit ermüdeten Flügeln, Windstärke 10 und gegen den Wind geflogen übers Watt, stürmisches Meer. In der Nacht sehe ich die jenseitigen Lichter, betrachte die Engel, die mich anscheinend kennen, meine Decke ausleihen wollen und im Grunde auch das Bett, in dem ich ohnehin nicht schlafen konnte. Der Gott gleicht dem Kapitän der Fähre. Die Kaninchen, die ich im Dunkeln rennen sah, hatten Angst vor dem Jäger. Der Leuchtturm fiel mit seinem Licht quer ins Zimmer, aber sonst war alles in Ordnung. Auf dem Dünenpfad begegnete ich meiner Mutter, doch sie sah mich nicht. Sie sprach mit einer anderen Dame und ich hörte sie sagen, jedermann finde sie hier nett. Dass sie wirklich war, erkannte ich am Geräusch von Muschelbruch unter ihren Füßen. Danach sah ich auch meinen Bruder und den Halbbruder unterwegs mit derselben Vergangenheit wie ich, Chaos und Unruhe. Die Nordsee hatte wilde Schaumkronen, der Strand war verlassen, meine Brüder waren durchsichtig. Ich sah den Pfad durch ihn hindurch. Jetzt einen Schatz finden, einen angeschwemmten Walfischzahn oder Gold und alles würde gut. Nicht in jedem Leben spielt ein Leuchtturm eine Rolle, aber in meinen. Heute auf dieser anderen Insel zum Turm gelaufen, Regen, Geschrei von Möwen. Nachts durfte ich beim Turmwärter sitzen, der so tat, als gäbe es ihn noch. Er notierte es, ein Schiff nach Norden, die Windstärke. Und ich sah im Dunkeln ein Licht gegen die Wellen und näher, was er schrieb in einer Handschrift von damals.
schon lange tot er. Alle Meeren befahren, alle Häfen gesehen, Archangelsk, Valparaiso, das Gedicht des Schiffsarztes, vier auf, vier ab, eine Nacht auf dem Turm, Brick nach Norden, Stille, Rauchen, Schreiben, Stille, das Licht über der Düne, doch der Turm jetzt menschenleer. Ja, ja. Ich habe das, wie Sie sehen, nicht so gut vorbereitet, aber ich suche, welche ich gerne lesen möchte. Ich kann es nicht finden, aber es kann nicht verschwunden sein. Ja, ich lese das erstmal auf Niederländisch, damit Sie hören, wie das dann klingt. Iedereen kom ik hier tegen. Duivels uit andere levens, dieren uit een vergeten blazoen, vrouwen in leeuwengedaante, eenhoorns, gemaskerde varkens. Ik val uit mijn schilderij en kijk om naar de schilder. Hij heeft mijn hand nog niet af. Er loopt een mier door de verf. De pianist in de bunker speelt een lied uit de oorlog. Zo krijg ik alles weer terug. De dode piloot in de boom, de stem van mijn vader die lopend kon eten. Ik hoor zijn geluid, maar geen woorden. Ik weet het. Hij wil naar zijn graf, maar ik kan hem niet helpen. Hij heeft er geen. Allem begegne ich hier. Den Teufeln aus anderen Leben. Tieren aus einem vergessenen Wappen. Frauen in Löwengestalt. Einhörner, maskierte Schweinen. Ich falle aus meinem Gemälde und drehe mich um nach dem Maler. Er hat meine Hand noch nicht fertig. Eine Ameise zieht durch die Farbe. Der Pianist im Bunker spielt ein Lied aus dem Krieg. So kriege ich alles wieder. Den toten Piloten im Baum, die Stimme meines Vaters, der essen konnte, ihm gehen. Ich höre den Klang, doch keine Worte. Ich weiß es, er will zu seinem Grab. Doch ich kann ihm nicht helfen, er hat keins. Versuche es. Nur noch Worte, kein Gefühl, die Macht, mit der sie sie selbst sind, ohne dein Zutun. Du hörst nur noch zu, Sprache in Sprache gespiegelt, spüre, wie du langsam verschwindest, ausgesperrt. Du gehörst nicht hierher und du hörst sie nicht. Du dachtest, dass du sie hättest, besaßest, Diener oder Sklaven, doch sie suchten etwas anderes, Buchstaben und Laute, von denen du nichts wusstest. Du warst nicht da, fortgejagt wegen des Missbrauchs. Du hattest die Wörter geschändet. Jetzt würden sie werden, unantastbar, eingemauert in ihrem eigenen Gewissen, ihr heiliges Recht nach ihrem Gesetz und unerreichbar. Nochmal Niederländisch und dann das Deutsche. Warum laten de doden uns nicht mit Rust? Ze strooien hun namen over de weg waarop wij moeten lopen. Ze doen hun dichtregels in onze laatste slaap voor de ochtend, waarna ze weer weg zijn. Afwezig, alsof het een beroep is. Afgewend, oogloos. Verboren in hun eigen jargon, het dialect van doden onder elkaar, zonder toegang voor ons. Een ras zonder paspoort of stem dat in onze herinnering inbreekt zonder ooit een afspraak. Naast ons loopt of op de rand van het bed zit waarin ze ooit lagen. Waarom lassen die toten ons niet in ruhe?
Sie streuen ihren Namen über den Weg, den wir gehen müssen. Sie träufeln ihre Verse in unseren letzten Schlaf vor dem Morgen und sind wieder weg, abwesend, als wäre es ihr Beruf. Abgewandt, augenlos, verborgen in ihrem eigenen Jargon, den Dialekt von Toten unter sich, ohne Zugang für uns, eine Rasse ohne Pass oder Stimme, die in unsere Erinnerung einbricht, immer unangemeldet, neben uns hergeht oder auf dem Rand des Bettes sitzt, in dem sie einst lagen. Und das Letzte vom Buch. Nein, das auf einer Letzte. Kostümfest, der Wind und seine Instrumente, der Riss im Segel. Am Strand findet sich alles, tanzend in Mitte der Gischt, Engelsflügel, ein Kamm, ein Hundsbuckel fast ohne Gold. Vergangenheit ohne die Namen, eine Mutter, ein Ruder, ein Riemen, der Sturm pfeift über dem Strandhaus, Seetang an der Dalbe, Entenmuschel festgebissen im Holz. Und gegen den Nachthimmel die Beute, der du werden wolltest und der du nicht wurdest, dein Nie in den falschen Farben der Leidenschaft, bereit zu dem Fest, wo du als Stranddieb erschienst. Nacht am Meer, Mond auf der Flucht, eine Geliebte in Fetzen, wie glaubst du, könnte es ausgehen? Über die Dünen nähert sich das Zwillingspaar, Frauen von großer Schönheit, kahl rasiert. Sie kamen unmittelbar aus deiner Jugend, sie gehören zu deinem Geheimnis, sie und der Dornenstrauch, der an deinen Füßen vorbeifliegt, ein Vater vom Winde gejagt, die Frau, die du wolltest. War dies alles? Und dazu noch Orion, hoch und geschändet, dein Freund in diesem einzigen Dasein. Er tastet sich blind in der Finsternis zum Geräusch vom Meer, in dem sein Hund ist ertrunken. Das Geräusch vom Meer, das Geräusch vom Meer, das Geräusch vom Meer. Danke. Ja, ich kann mich nur anschließen. Vielen Dank. Mit Zeit, Erinnerung, Identität hat sich das ja wunderbar in unser Gespräch angeschlossen. Ich habe mir gerade überlegt, was für eine schöne Geste es wäre, wenn wir jetzt als Gegenstück zu Ihrem Essay so eine Art, oder nicht eine Art, ein Porträt Turners von C.S. Notebohm enthüllen könnten. So das etwas abstrahierte Bild eines nachdenklichen älteren Herrn, sozusagen seines Bruders im Geiste, seines Bruders im sozusagen auf einem anderen Wege, künstlerischen Wege nachspüren der Wirklichkeit jenseits des Ärmelkanals. Das kriegen wir nicht hin. Turners Begabung waren nicht die Menschen und die Porträts. Das kriegen wir heute nicht mehr hin. Was wir aber hinbekommen haben, denke ich, was funktioniert hat, ist, dass wir durch sie ein anderes Bild, einen anderen Blick vielmehr auf Turner bekommen haben, einen tieferen, einen langsameren, einen assoziativeren, einen gründlicheren Blick. Vielen Dank, dass Sie uns mit uns diese kollegiale Meditation geteilt haben. Und unsere Einladung nach Münster angenommen haben. Ich denke, es ist Ihnen auch dafür zu danken, dass Sie seit so vielen Jahrzehnten so klug und nachdenklich und melancholisch und ironisch über die Welt nachdenken, über die Menschen und ihre Kunst und uns daran teilhaben lassen. Das ist ein großer Verdienst. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Kommen. Ich danke der Technik und ich wünsche uns noch einen sehr schönen Abend. Vielen Dank.